So, und da sind wir wieder. Willkommen zurück zur Pokémon Silber Nuzlocke Randomizer Challenge. Jetzt habe ich die Worte verdreht. Aber das ist ja nicht schlimm. Ja, wir haben Zuwachs bekommen. In der letzten Folge. Wir haben einen Myrapla bekommen. Und einen Chanera. Seht ihr ja da oben. Ich habe wahrscheinlich wieder in die falsche Richtung geguckt. Da oben. Da seht ihr es. So. Ja, viel mehr ist nicht passiert in der letzten Folge. Mein nächster Kampf hier, ne? Ich habe gute Pokémon im Gras gefunden. Ich denke, sie passen ganz gut zu mir. Achso, und einen so ein Trainer hatte einen Despotar. Aber haben wir weggemacht. Teenager Einer. Non-Fun. Ob Myrapla das schon alleine schafft? Uhuhuhuhu. Nee, das riskieren wir nicht. Hypno, ran an den Speck. Natürlich geht sie da daneben. Ich könnte jetzt natürlich wechseln auf Myrapla wieder, damit es sich hochheilen kann. Aber ich will es halt nicht riskieren, dass Dompan aufwacht und dann richtig Stress macht. So, Level 10. Hypnos Level 13. Langsam wird er doch was. So, nee, Pokémon wollte ich nicht. Ich wollte Tränke verteilen. 3 Stück habe ich. Hypno braucht, glaube ich, noch keinen. Ist auch ein Trainer. Wie möchtest du die schmackhaften, gehaltvollen Fleckmon-Routen zubereitet haben? Bitte ich jetzt nur 1 Million Pokédollar. Möchtest du sie? Ne. Du möchtest sie nicht? Dann mach dich vom Acker. Du hast mich angequatscht. Wozu habe ich jetzt einen Trank gewastet? Ich wusste nicht, dass hier ein Pokémon-Center ist. Mach ich, Schwester Joy. Vielen Dank. Es ist ein hervorragender Platz zum Angeln. Du hast Leute beim Angeln gesehen? Wie steht es mit dir? Hättest du gerne eine Angel von mir? Oh, gib her. Hey, das höre ich wirklich gerne. Jetzt bist du auch ein Angler. Ich werde sie aber nicht nutzen, weil es zählt als Route und da habe ich schon was gefangen. Angeln ist toll. Probiere es überall, wo Wasser ist. Deine Angel aus. Sei es am Meer oder an einem Fluss. Was soll mein Pokémon tragen? Vielleicht ein Item, das seinen Angriffswert verstärkt? Wäre eine Option. Dieser Orden, er ist aus Viola City. Du hast Falk besiegt. Ja, sonst hätte ich den Orden nicht, ne? Vogelfänger Rico möchte kämpfen. Was schickt er mir? Ein Sherox. Erkenne ich ein Feuer-Pokémon, das sich darüber freuen wird. Los, Glumanda!
Putzi. Ja. Immer das Level 15. Bald haben wir ein Grutexo. Potrot. Ja, ich möchte gerne wechseln. Auf Scharnierer. Und dann gehen wir auf Hypno. Jetzt ist mir noch zu kritisch mit Panera. Dass das nie First Try was wird, ne? Kann ich nicht einmal Glück haben? Obwohl, es ist doch keins bei der Pokémon gestorben. Das nenne ich doch schon mal Glück. Novenza. So, Scharnierer. Los, Hypno. Geh mal gleich in die Vollen. Yay! Hab den Rico besiegt. Oh, falsche Taste. Kann doch nicht einer von euch Lebensschelle lernen? Scharnierer würde. Ach komm, was soll's. So, was sind wir denn hier für ein schönes Pokémon? Erstmal finden wir einen Trank. Wer bist du? Hallo? Boah, was für eine Überraschung. Ich habe nicht erwartet, hier auf jemanden zu treffen. Warum nicht? Anderer Karel. Mokmok. Mokmok. Los, Myrapla. Und Hypno. Ich hoffe, das explodiert nicht. Ich wäre auch gerne auf Hypnose gegangen, aber Hypnose ist irgendwie gerade nicht so gut. So, langsam ist Myrapla stark genug, um sich selbst zu wehren. Boah, du hast es mir gegeben. Ja, den Rest hast du behalten. Und was kriegen wir, was kriegen wir, was kriegen wir? Was Schönes, ja, komm, gib ein Seeper.
Ist nicht das Beste, aber nehmen wir natürlich gerne mit. Es blubbert. Ja, Pokéball reicht. Komm schon, Seebär. Willkommen im Team. So, jetzt haben wir wieder zwei Pokémon zum Trainieren. Wir haben ein volles Team. Ich drücke immer auf die falsche Taste. Da oben waren noch zwei Trainer, oder? War mal ein verstecktes Item. Nö. Was soll denn dieser Gang? Ich bin ein guter Angler, aber ein noch besserer Trainer. Dann wollen wir mal gucken. Angler Angelo. Megania. Das ist annehmbar. Los, Schanera! Los, Glumanda! Heul nicht rum! Reflektor. Sehr gut gekrittet. Yay, Schanera kann guten Schlag. Tch, ich wollte die Sache beschleunigen. Wow. Wegen dir habe ich den Fisch verloren. Ja. Angler Albrecht möchte kämpfen. Inkognito. Level 5. Gut für Canera. Na gut, mit Lebensschelle, das war jetzt nicht so gut. Und besser. Ja. Oh, aber die Kraftreserve haut auch ganz schön rein. Holy moly! Botogel. Kriegen wir gleich mal Glumanda. Das ist auch nur Level 5. Aber Geschenk kann halt gemein sein, deswegen... Weg damit! Voltoball.
Level 15? Shit. Hypno, du schaffst das, ich glaub an dich. Das war jetzt nicht so stark. Oh, ein First Try Hypnose. Oh, eine Verwirrung. Das läuft mir zu gut, da habe ich Angst vor. Wenn es zu gut läuft, passiert gleich irgendeine Scheiße. Na, schaff ruhig weiter. Ich hoffe, der Treffer reicht jetzt. Ja, sauber. Dann wäre es auch Level 10. Hypnos Level 14. Endivir. Schicken wir mal Sepe. Ob Chanera das alleine schafft? Ne, ich vertraue dem nicht so ganz. Chanera kann zwar viel einstecken, aber nicht besonders gut austeilen. Außerdem könnte Glumanda sich gleich entwickeln. Albrecht wurde besiegt. Platsch. Hey, Glumanda entwickelt sich. Yay. Glückwunsch, dein Glumanda wurde zu Glutexo. Haben wir noch Tränke? Jo. Eine Pokémon? Frisch gefangen. Ahmed. Simsala. Willst du mich eigentlich rollen? Gibt's erstmal eine Backpfeife. Auch mit Kritten. Ach, Psykraft. Er will wohl, dass ich gar nichts mehr treffe, wa? Und er hat's geschafft. Chanera, lass dich davon nicht beeindrucken. Das war ein Löffel, der verbogen wurde, Mensch. Knall ihm eine. Geht doch. Meryl. Lieb her. Und Myrapla.
Achso, von der Teamauswahl her bin ich eigentlich ganz zufrieden. So, ja genau, zieh du mir ein bisschen was ab, das hole ich mir gleich wieder. Geh mal wieder her. Will Full Life aus diesem Kampf gehen. Und Ahmed ist auch besiegt. Klatsche? So, das war gut. Hat schon mich jetzt wieder voll? Nein, gut. Es läuft mir noch zu glatt. Irgendwann kriege ich bestimmt einen riesen Tritt in den Arsch und werde die ersten Pokémon einbüßen. Wurde genötigt, eine Fleckmon-Route zu kaufen. Mir tut das arme Pokémon leid. Ich habe einfach Nein gesagt und wurde dann weggeschickt. Ein Lorblatt. Tut mir leid, Lorblatt, ich habe schon einen Deeper gefangen. Du bist auf dem Weg nach Azalea City, nicht wahr? Lass meine Pokémon entscheiden, ob du eines Kampfes würdig bist. Okay. Drei Pokémon vom anderen Burkhard. Farbigel. Nachahmer. Okay. Stimmt, Farbige kriegt ja alle paar Level nur die Attacke Nachahmer und kann dann eine Attacke erlernen. Sonnenkern. Ja, ich möchte wechseln. Sonnenkern hat schlechte Stats, also. Aber mit dem Blubber werde ich da nicht gegen ankommen, leider. Komm, Glutexo, mach schnell. Guck, das wäre für Depe nicht so gut geworden. Aber du brennst doch bestimmt gerne, ne? Medbo. Ja, ich möchte wechseln. Das Medbo sieht irgendwie platt aus. Oder kommt das nur mir so vor? Also für nur 3 Level Unterschied macht das ganz schön wenig Schaden. Weil ich hoffe, es verwirrt mich nicht. Nur wegen Konfusion habe ich Smetbo auch immer in der ersten Generation in meinem Team gehabt gegen Rocco. Weil ich nehme ja meistens Glumanda und mit Feuer gegen Bodengestein zu kämpfen, ist halt nicht so praktisch. Oh, das hätten wir auch. Panera ist Level 12.
Und Sepa ist Level 7. Und Burkhardt ist besiegt. Oh, oh, oh. Packen wir mal Sepa an erster Stelle. Ja, du bist ein tolles Loreblatt. Ich nehme dich trotzdem nicht mit. Also lass mich in Ruhe. Super, super Schall verwirrt mein Pokémon noch immer. Das ärgert mich wirklich sehr. Okay, er hat so spezielle Pokémon, dass sie noch nach dem Kampf verwirrt sind. Der Feuerspucker Fight. Aschok. Da freut sich Hypno. Auch wenn es aussieht wie ein Pantymos. Wenn du es normal machst, ne? Ja, weg damit. Epis Level 8. Auch Wolke. Wird immer gern genommen. Victory. Müsste Sepa doch eigentlich alleine schaffen, oder? Komm, Sepa, ich vertraue dir. Auch wenn du nur einen Blubber hast. Das war schon mal gut. Ist noch ein Crit am besten? Oh, braucht sogar kein Crit. Sehr gut gemacht, Sepa. Das Level-Up hast du dir verdient. Ich bin durch. Dein Item, das nehme ich mir natürlich mit. Ein Superball. Oh, und ich sehe gerade, dass wir für heute wieder durch sind. Dann, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.